Hallo, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute zeige ich euch so meine kleinen Tipps für die schöne Haut im Frühling. Los geht's! Also, was ich schon sehr, sehr, sehr lange habe, aber ich finde, das ist was ganz Wichtiges und sehr Schönes. Das mache ich auch tatsächlich ganz, ganz verstärkt jetzt im Frühjahr, sobald man so das Gefühl hat, jetzt bald kommt wieder so die Zeit, wo ich zum Beispiel auch gerne mal einen Selbstbräuner benutze oder man wirklich so seine Haut freilegt. Demnächst ziehen wir dann kurze Sachen an, es wird mild, die Temperaturen werden steigen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass man dann eine schöne, weiche Haut hat. Und gerade jetzt so im Winter haben ja viele dann so dicke Klamotten an. Und ganz ehrlich, nicht jeder hat jetzt einfach so eine schöne, glatte Haut. Ich merke das ja auch an mir selber, also zum Beispiel auch an meinen Füßen. Da habe ich auch gleich was für euch. Aber erstmal zu meinem Körper. Und da benutze ich im Moment wieder ziemlich oft, wenn ich in der Badewanne bin, eine Bürste. Ist jetzt egal, die ist schon sehr alt. Das ist eine Naturhaarbürste. Die geht auch irgendwie nicht kaputt, ne? Die hat auch hier unten noch so einen Strick. Ich hänge die mir dann immer so auf. Die trocknet auch, die ist hygienisch. Und ich bin einfach in der Badewanne und bürste dann in kreisenden Bewegungen meine Haut. Und besonders an den Stellen, wo es manchmal so ein bisschen vielleicht nicht so glatt ist, nämlich hier unten an den Armen, an den Beinen. Ich weiß, viele Frauen haben Probleme, haben so trockene Schienbeine. Und da finde ich so eine Bürste ganz schön. Die wird auch dann im Wasser ja auch weich. Ich guck mal, wenn ich so Sachen finde, ich werde euch Zeug verlinken in der Infobox. Aber was ihr zum Beispiel ganz einfach bei Ebelin kaufen könnt, also bei DM und wahrscheinlich auch bei Rossmann, das sind hier diese Handschuhe. Da fahrt ihr einfach mit den Händen rein und habt ihr hier vorne so wie so eine Sisalfläche. Und damit könnt ihr euch auch so richtig schön in kreisenden Bewegungen die Haut abruppeln. Und da braucht ihr keine teuren Peelings und irgendwelche Sachen kaufen, weil manche reagieren ja auch auf bestimmte Peelings, die sind so mit so Minzöl oder so sind. Das ist für manche nicht so gut. Deshalb die ganz einfachen Sachen. Und ich finde es so wichtig. Und wenn man das einfach macht jetzt, ich meine, ich mache das nicht das ganze Jahr, ganz ehrlich. Obwohl, wenn ihr vielleicht so Kreislaufprobleme habt und nicht so fit seid, dann hilft das auch. Dann kann man sich echt irgendwie so die Durchblutung richtig schön anregen mit solchen Sachen. Und wenn ich dann in der Badewanne bin, dann nehme ich im Moment total gerne dieses Schaumbad. Das ist tatsächlich jetzt nur noch so viel drin von diesen, was ist das, 2000 ml. Das sind 2 Liter Schaumbad gewesen. Und das habe ich beim Action gekauft. Und das Schöne, was hier drin ist, das ist nämlich Milchsäure. Und die Milchsäure macht eure Haut ganz weich. Das Zeug riecht sehr angenehm, wie ich finde. Das schäumt. Es ist wahnsinnig günstig. Ich weiß nicht, das hat vielleicht 2 Euro gekostet, diese 2 Liter. Und es tut meiner Haut richtig gut. Und wenn ich dann mit der Bürste zusammen aus der Wanne komme, dann habe ich eine richtig schön glatt gebürstete, gute Haut, die ich dann natürlich weiter pflege. Aber das ist schon mal echt ein super tolles Zeug. Ich gucke mal, wo es hergestellt wird. Ja, wird in Holland hergestellt. Das ist ja, eine Action kommt ja aus Holland. Und ja, ich finde es richtig gut. Das ist für mich die Entdeckung überhaupt, dieses Badezeug. So toll. Ich nehme keine anderen Badezusätze mehr. Ich will ja kein Salz mehr, weil dann sitzt man da und dann hat man diese Brösel da am Popo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte das nicht. Ich möchte weich im Schaum liegen und das macht das hier sehr gut. So, und wenn ihr dann aus der Wanne kommt und eure Haut ist wirklich eben gut durchblutet und aufnahmefähig, weil es natürlich auch durch diese Wärme ist ja die Haut dann auch offen. Und dann braucht ihr eine richtige, schöne Körperbutter. Und ich zeige sie euch jetzt einfach nochmal, weil ich habe nur noch für diese Woche den Rabattcode bei Dolden. Wenn die Woche vorbei ist, habe ich keinen Rabattcode mehr. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal dieses Jahr, wann da wieder einer kommt. Ich weiß nur, dass es in den nächsten Wochen nicht sein wird. Den letzten, den ich hatte, den hatte ich, glaube ich, direkt nach Weihnachten, so als Anfangsstart, so ne, für die Kooperation. Und jetzt habe ich nochmal einen Rabattcode. Wenn ihr euch also eine schöne Körper-Spa-Butter gönnen wollt, dann würde ich es jetzt machen, weil jetzt könnt ihr halt sparen mit Beauty Amelie 20%. Ich schreibe aber auch alles nochmal unten rein in die Infobox. Und diese Butter, die ist mit Mango-Butter, mit Shea-Butter, mit noch einer Butter, wo ich nicht weiß, wie man die ausspricht. Und es riecht so gut. Also ich bin so süchtig nach dieser Creme und sie ist fast leer. Also ich bin schon bald auf dem Boden. Und diese Creme, die macht wirklich süchtig. Und das Krasse bei der Creme ist, ich verspreche euch das wirklich, also außer ihr habt, weiß ich nicht was. Wenn ihr natürlich jetzt eine schlimme Neurodermitis habt und ihr habt oder eine richtige Hautkrankheit, Ekzeme,
weiß ich nicht. Da hänge ich mich jetzt nicht aus dem Fenster und sage, dass das hilft. Aber wenn ihr so eine normal trockene Haut habt, jetzt so nach dem Winter, und ihr geht in die Badewanne oder in die Dusche, cremt euch damit zum Beispiel die Beine ein, ne, die Schienbeine. Ihr werdet 12 Stunden danach, wenn ihr über eure Haut fahrt, das noch spüren. Ihr spürt, wie weich, wie glatt, wie schön die Haut wird. Und das hat bei mir noch keine andere Creme geschafft. Ich habe Dove probiert jahrelang. Ich hatte Nivea. Ja, Nivea zieht halt schnell ein. Ne? Das ist schon ein Konzept, ein luxuriöseres. Also wenn ihr wirklich sagt, so, ich möchte jetzt eine Kur machen. In 3 Wochen kommt der Frühling und dann möchte ich schöne, glänzende, glatte Beine haben. Dann macht es damit, weil damit bekommt ihr das hin. Mit einer Nivea Body Cream werdet ihr das nicht hinbekommen, würde ich jetzt mal behaupten, außer ihr habt eine ganz anspruchslose Haut und die ist glatt und schön von Natur aus. Oder ihr seid, wie gesagt, 15, dann habt ihr das Problem auch noch nicht. Aber ich weiß, wenn Frauen älter werden und gerade so an den Beinen oder auch hier so an den Armen oder Ellenbogen, dann wird das gern mal rau und so schuppig. Und das finde ich damit, also und vor allen Dingen der Geruch, oh, der Geruch, das riecht so richtig sauber. Das ist nicht so, dass ihr so doll dann nach Parfüm riecht danach, ne? Also man riecht es schon. Das Verrückte ist, wenn man dann ins Bett geht und man riecht sich natürlich, aber es riecht einfach nur sauber und lecker. Und es hat auch nichts von Vanille oder so. Es riecht aber auch nicht frisch maritim. Das hat wirklich so einen Spa-Duft. Naja, so kennen, habe ich ja schon mal erzählt, wenn man in so einem schönen Hotel war und dann machen die so diese Spa-Behandlungen. So riecht das. Sowas Luxuriöses. Es riecht nicht billig von der Drogerie, sondern man riecht hier, dass das irgendwie was Wertigeres ist. Wird in Deutschland hergestellt. Schönes Zeug. Wenn es euch interessiert, guckt es euch an. So, und jetzt habe ich was. Das wurde mir letztes Jahr zugeschickt. Und ich habe es aber dann, ich habe es dann gemacht auch, ich habe es tatsächlich getestet. Es geht jetzt um die Füße. Und dann bekam ich da von der Firma so eine Anfrage, ob ich ein Video machen möchte über meine Füße, über diese Maske, die ich euch jetzt zeige. Und ich habe dann diese Maske auch angewendet und dann dachte ich so, nee, das ist mir so eine eklige Geschichte. Ich werde das euch nicht abfilmen, ich werde euch nicht meine Füße hier zeigen, wie sich da die Haut ablöst. Finde ich widerlich. Deshalb gibt genug andere YouTube-Filme, wo ihr euch das angucken könnt. Und ich mache auch jetzt keine Werbung für diese Maske, obwohl die sehr gut bei mir funktioniert. Ich habe sie jetzt nämlich gerade wieder angewendet vor 2 Wochen und es war wieder hier. Puh. Aber die gibt es auch mittlerweile von Balea, diese Fußmasken. Die hier ist jetzt von My Pretty Feet. Das ist so eine Premium-Fußmaske. Ich meine, ich zeige sie euch jetzt einfach mal in die Kamera. Ihr könnt ja dann selber entscheiden, ob ihr euch mal die Webseite von denen anschaut oder nicht. Schaut mal bei Balea oder wo es diese Masken auch überall gibt. Da sind so, ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie die funktionieren. Da sind so kleine Beutelchen drin, die direkt an eure Füße passen. Und dann muss man diese Wort zumindest, die muss man wirklich 2 Stunden einwirken lassen. Aber ich habe dann einfach Socken drüber gezogen und konnte dann auch ganz normal durch die Wohnung laufen und an den Rechner gehen und die mit den Kindern was machen. Also das könnt ihr alles machen. Und dann merkt ihr erstmal gar nichts. Danach wäscht man das einfach ab. Aber dann geht das los. So nach einer Woche, 2 Wochen schuppen und schälen sich eure Füße so dermaßen ab. Und das ist echt ekelhaft. Deshalb würde ich euch auch raten, macht das jetzt, wo ihr noch keine offenen Schuhe tragt. Also wenn ihr jetzt noch, wenn ihr in Deutschland lebt und es ist ja noch nicht so warm, wir haben ja noch keine Flipflops an, sondern geschlossene Schuhe, dann würde ich sagen, macht das jetzt, weil ihr habt ja jetzt noch dann Socken an und diese Socken, also wenn man die dann wechselt, dann kann man jeden Tag kann man saugen, weil oder ihr macht es direkt über der Badewanne oder so, weil ihr verliert tatsächlich, ihr schuppt euch. Und es ist widerlich. Und meine Füße sind wirklich gepflegt. Ich feile meine Füße seit Jahren. Und ich habe das ja im Herbst schon mal gemacht. Natürlich müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen habt oder so, dann klärt das mit eurem Arzt. Aber wenn ihr ganz normale Füße habt und dann nichts irgendwie Unnormales, dann könnt ihr so eine Maske echt nehmen. Und gerade jetzt halt im Frühling, bevor die Zeit kommt für die schönen Schuhe, würde ich sagen, macht ihr mal so eine Maske. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt wieder gemacht. Bei mir ist das jetzt gerade fast alles wieder schön. Und es ist verrückt, was sich da so ablöst. Also ich dachte so, oh, also ne, das ist schon, aber ist ja gut. Dann sind die Füße richtig schön glatt und versorgt, ja. Jetzt habe ich doch lange geredet über die Fußmaske, wollte ich gar nicht. Genau, aber die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich kann die euch auch, ich gucke mal, ob ich diese Webseite finde oder... Da muss man gucken, wie die Preise sind. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger in der Drogerie kosten, was die hier kosten. Ich weiß es nicht. Da müsst ihr mal nachschauen. Ist nur eine Empfehlung von mir. So, und was auch sehr wichtig ist für mich, weil ich liebe ja rote Lippen. Und um dass der Lippenstift wirklich so schön sitzt und hält und da keine kleinen Flocken sich bilden,
muss man ab und zu mal ein Zuckerpeeling machen. Und da habe ich hier ein ganz tolles Produkt, sehr günstig. Gibt es auch bei Dalton, ne? Also falls ihr euch die Körperbutter holt, dann könnt ihr das ja direkt mitnehmen. Das ist ein Zuckerscrub und der riecht nicht spektakulär. Und das ist auch jetzt nichts, wo ihr so denkt, oh, Kokosduft oder so. Nee, gar nicht. Das ist mit Aloe, Zuckerkristalle sind natürlich drin, Jojobaöl, Aloe, irgendeine Butter, Shea Butter, Sunflower, Seed Oil. Ja, sind schöne Sachen drin. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz schön die Lippen pflegt. Also ich merke es ja bei mir, ich mache es jeden Abend. Ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme. Das ist halt so eine, ja, so eine Art Gel mit Zucker, wo man sich so ein kleines bisschen rausholt und dann so ein paar Kristalle auf den Lippen verreibt. Dann lasse ich es kurz einwirken. Wenn euch der Zucker stört, dann wischt den einfach weg. Ich esse ihn meistens und danach gebe ich mir dann von Veleda meistens noch meinen Pflegestift drauf und dann habe ich ganz weiche Lippen und da ist nichts irgendwie, was mich stört oder wenn man vielleicht mal erkältet war oder so, dann hat man ja so raue Stellen und das ist einfach toll. Ich habe das auch mal bei meinem Sohn gemacht, der hatte nämlich auch vor ein paar Wochen, war der erkältet und dann hatte der auch so ganz, Kinder haben das ja dann auch doll mal so raue Lippen und da habe ich gesagt, komm, ich mache dir das jetzt mal und dann fand er erst ganz skeptisch, dann habe ich gesagt, leckers mit Zucker, okay, dann war er dabei und habe ich ihm das eingerieben und er fand es gut und ja, es hat ihm auch geholfen. Also ich finde es eine schöne Sache und ja, vielleicht auch eine Empfehlung für euch. So, und dann zeige ich euch noch was ich auch jetzt für mich entdeckt habe, und zwar ist das von Essence, ein Volume Booster Lash Primer. Das ist eine quasi Grundierungsmascara, bevor ihr dann die richtige Mascara auftragt. Ich zeige euch das mal hier, das ist so ein weißes Bürstchen. Und damit bekommt ihr wirklich so richtig schön eure Wimpern grundiert. Und ich mache es gerade täglich. Und hier drin ist nämlich zum Beispiel auch Acai-Öl, Mango, Butter, Vitamin E und das ist so eine Grundierung für maximales Volumen, aber halt auch gleichzeitig so eine Pflege. Und ich finde das auch so wichtig, wenn man halt viel Mascara so benutzt und sich dann immer abschminkt, dass man mit den Wimpern auch echt sorgsam umgeht, also der nicht so rumreibt und auch vielleicht die Wimpern pflegt mit so einer Art Kur, ne? Das ist ja vielleicht auch ganz gut und wie gesagt, ihr merkt da nichts vom Öl in den Augen. Also ich merke das schon, ich bin manchmal doch empfindlich. Also ich hatte schon Mascara aus der Drogerie und dann haben meine Augen getränt und ich konnte die nicht nehmen. Also da achte ich schon sehr drauf und bei dem ging das aber jetzt sehr gut. Diese Essence Volume Booster bin ich echt sehr, sehr zufrieden und vielleicht ist das ja auch was für euch, so als Frühlingskur, wenn ihr jetzt anfangen wollt, so Füße, die Haut, einfach gut riechen, die Wimpern pflegen. Ja, dann waren das meine Tipps für euch heute. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ultimativen Frühjahrshaut-Tipps, dann schreibt die mir bitte in die Kommentare, würde ich mich total freuen. Ihr schreibt mir eh immer so tolle Tipps. Und tatsächlich, ich lese dann immer in den Kommentaren und meistens habe ich dann schon immer mein Handy in der Hand und schreibe mir in meine Notizen für den nächsten Drogerieeinkauf, welche Farben, welche Produkte ihr mir empfehlt und bin auch durch euch schon auf echt schöne Sachen gekommen. Dann bedanke ich mich natürlich auch, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wenn euch mein kleiner Film heute hier gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich gern kostenfrei, dann verpasst ihr nichts mehr. Bei Instagram findet ihr mich auch, da zeige ich auch immer einiges und ja, dann wünsche ich euch eine tolle Frühlingszeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.